8er, 9er, 10er, 11er, 12er Saiten. Welche klingen besser? Welche haben mehr Bässe? Welche mehr Höhen? Wir experimentieren heute, ob und wie sehr die Saitenstärke den Ton beeinflusst. Dabei werdet ihr verschiedene Riffs vorspielen, zuerst einmal clean, dann leicht angecrunched und dann verzerrt. Intro! In den 70ern war es ganz normal, dass alle 8er Saiten benutzt haben. Jimmy Page, Frank Zappa, Jeff Beck, Billy Gibbons, Jimi Hendrix und dann ist plötzlich Stevie Ray Vaughan aufgekreuzt. Der hat in S gespielt, also in alle Instrumente einen Halbton runtergestimmt und hat 12er Saiten gespielt, wegen seiner extrem starken Finger. Ja, kurzzeitig sogar 14er, ich glaube, das ist ein extra für ihn entwickelt worden sogar, mit Jumbo Frets, also sehr starken, großen Bünden. In den 80er Jahren waren dann alle auf 9er Saiten heiß und mit immer populärer werdenden Downtunings wurde auch die Saitenstärke immer dicker. Als Gitarre dient heute eine meiner Lieblingsgitarren, nämlich eine Gibson USA Standard von 2017 mit Alnico Pro 2 Humbuckern und 500 Kiloohm Potis. Diese geht direkt in einen Peewee Classic 20 mit ECC 83 Vorstufenröhren und EL 84 Endstufenröhren, hat einen 10 Zoll Lautsprecher und hat insgesamt 15 Watt. Abgenommen ganz klassisch durch ein SM57 Mikrofon von Shure. Das Signal geht dann weiter direkt zu einem Focusrite Scarlett Interface und als Rohsignal in die DAW Logic Pro X. 8er Saiten. Wahnsinn, wie dünn die sein. Ich habe noch nie mein Leben 8er gespielt. Bin gespannt. Nächstes haben wir 9er Saiten. Ich habe in meiner Jugendzeit, als ich dann angefangen habe, in meiner ersten richtigen E-Gitarre immer 9er gespielt. Das sind einfach super Saiten. Also ich bin sie eh schon gewohnt. Die 8er waren wirklich arg, weil du hast bänden können ohne Mühe. Das war weich wie Butter. Total ungewohnt. Also schauen wir uns die 9er an. We'll be right back.
werden immer heavier. Jetzt ein Elfer dran. Und als letztes haben wir 12er Saiten. Ich hoffe, meine Gitarre überlebt es. Ich bin ja kein Bassist, Mann. Das gibt's ja nicht. Schön und nett, aber ich glaube, das eignet sich eher für Drop-Tuning. Also so oft Saiten gewechselt wie heute habe ich, glaube ich, in meinem Leben noch nie. Wenn man das jetzt ein bisschen angehört, ich habe wirklich nicht geglaubt, dass so ein großer Unterschied ist. Ein riesen Fehlglaube ist nämlich, umso dickere Saiten, umso besser. Wenn du dickere Saiten spielen willst, dann stimmt es schon, du hast mehr Sustain und es ist geeigneter für Drop-Tunings. Aber spiele sie nur bis zu der Dicke, wo du sie auch kontrolliert noch benden kannst. John Mayer hat es gesagt. Es stimmt also, dickere Saiten haben ein bisschen mehr Sustain, aber 8er bzw. auch 9er Saiten haben für mich viel mehr Transparenz und Klarheit. Und auch was die Mitten und Bässe anbelangt, gewinnen die 9er und auch die 8er Saiten auf jeden Fall für mich. Also hören wir uns jetzt nochmal den direkten Vergleich an. Schreib mir auch gerne in den Kommentaren, welche dir am besten gefallen oder welche Saiten du spielst. We'll be right back.
Danke wieder fürs Dabeisein. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir doch bitte ein Like und abonniere auch meinen Kanal, falls du es noch nicht schon gemacht hast. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und übrigens, es gibt auf meiner Homepage gitarrelernen-online.com Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene, auch für Ukulele und auch für Songwriting, E-Gitarre, Akustikgitarre und so weiter. Mein Name ist Alessandro Milea, habt eine schöne Woche und bis nächsten Mittwoch. Cheers!